Hallo Zuschauer und Hardware-Freunde, willkommen zum heutigen Video. Wir wollen uns heute mal mit den Pushpins beschäftigen, beziehungsweise wie man die austauscht gegen neue. Warum? Ja, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass ich des Öfteren mal Kühler verbaue und dann wieder abmache und dann wieder anbaue und so weiter. Und mit der Zeit passiert dann auch mal sowas hier. Der Pushpin ist hier einfach weggerissen und der Kühler hält demzufolge nicht mehr. Bei so einem OEM-Intel-Kühler ist das natürlich, sagen wir mal, nicht so tragisch. Viele von euch würden den bei der Gelegenheit garantiert einfach austauschen. Aber es gibt ja auch durchaus Aftermarket-Kühler, die mit den Pushpins verbaut sind. Lustigerweise ist bei mir am Motherboard genau immer derselbe Pushpin weggerissen. Womit hängt das zusammen? Na, zum einen mit dem Anpressdruck, den der Kühler auf die CPU ausübt und damit auch gegen die Pushpins, also was sie gegenhalten müssen. Und zum anderen hängt das natürlich auch von der Scharfkantigkeit in Anführungszeichen der Bohrung eures Mainboards ab. Dass die Bohrung scharfkantig ist, ist eigentlich wichtig, damit diese kleinen Hakenspitzen sich dort passend einhaken. Aber es hat dann halt irgendwann auch den Punkt, dass das Plastik ermüdet und einfach wegreißt. Aber man kann Pushpins im Internet tütenweise relativ günstig nachbestellen. Es ist also kein Problem, dort an Ersatzteile ranzukommen und damit braucht man den Kühler nicht austauschen. Nur den Pushpin halt wechseln. Wie entfernen wir nun den alten defekten Pushpin? Erstmal dreht ihn in die Verriegeln-Position. Das bedeutet entgegengesetzt dieses hier aufgedruckten Pfeils. Dann zieht ihr ihn leicht nach oben, dass ihr diese Verriegelung hier seht. Das ist im Endeffekt die Nase, die ihn hält. Auf der Rückseite ist auch noch eine. Wir nehmen uns jetzt einen flachen Schraubendreher, gehen unter die Nase und heben die an. Bei manchen Pushpins reicht es schon, wenn ihr eine Seite anhebt, dann rutscht das Ganze auseinander. Bei dem hier ist es jetzt der Fall, dass wir beide Seiten anheben müssen. Daher müssen wir hier auch die Verriegelung auf der Rückseite öffnen. Ich empfehle euch immer von der Richtung zu arbeiten, in der ihr den Pushpin nicht weiter drehen könnt und dann schon so euch stückchenweise ranzutasten, leicht zu drehen, dass ihr rankommt. Und wenn ihr merkt, er ist hier über die Kante gerutscht, haltet ihn fest, dreht das Ganze um, löst den auf der Vorderseite den Haken und dann zieht ihr den Pushpin einfach raus. Wenn ihr jetzt hier noch ein bisschen hakt, liegt das an dieser kleinen Plastenase, die da zu sehen ist. Die arretiert das Ganze ein bisschen und verhindert auch, dass ihr ihn in der offenen Position rausziehen könnt. Jetzt mal beide Pushpins nebeneinander gezeigt. Das hier ist der nachgebaute und das hier ist der originale. Ihr erkennt beim Originalen so eine leichte Faserstruktur im Plastik. Daher nutze ich den weiter. Und der nachgebaute ist halt glatter. Wichtig ist nur, dass die Maße übereinstimmen. Kontrolliert das, bevor ihr es zusammensetzt, dass sie beide halt wirklich gleich groß sind und dieselben Arretierungspunkte haben. Ähnlich sieht das Ganze bei dem Innenleben aus. Das helle ist der Nachbau und das links ist das Original. Und hier ist das besonders wichtig zu gucken, dass der Abstand zwischen dieser aufliegenden Platte und im Endeffekt dieser Hakenkante hier übereinstimmt mit den Originalen, die im Kühler verbaut sind. Im Zweifelsfall, wenn es ein bisschen unterschiedlich ist, wechselt lieber alle, dann habt ihr einen gleichmäßigen Anpressdruck wieder. Wir nehmen uns das weiße Innenleben des Pushpins. Ihr seht so eine kleine Nase dort dran und an dem Haltering am Kühler eine entsprechende Aussparung. Passend durchfädeln und bis Anschlag durchschieben. Nehmen uns dann den eigentlichen Pin. Diese Aussparung muss auch wieder auf die entsprechende Nase. Also wird er so rum eingesetzt, durchgeschoben. Dann kontrolliert, ob er wirklich aufspreizt und arretiert, dass nichts aufgeht. Sieht soweit ganz gut aus. Wenn er offen ist, lässt er los und ihr könnt ihn auch lösen. Also das Ding funktioniert schon mal. Und bei unserem zweiten Patienten hier sieht das Ganze ähnlich aus. Wir drehen den Pushpin in die Verriegeln-Position, öffnen dann den Arretierungsmechanismus. Und hier seht ihr, hier kann es schon ausreichen, einfach nur eine Seite zu ziehen. Dann zurückgezogen den Pushpin, rausgedreht, weil der hat eine runde Kante, die ihn hier drin festhält. Selbiges auf der Seite. Und das neue Innenleben jetzt erst mit der runden Kante so einsetzen, einhaken und dann reindrehen und dann entsprechend wieder den Pushpin aufsetzen. Das Ganze wieder testen. Funktioniert soweit. Und das war's schon.
Geringer finanzieller und arbeitstechnischer Aufwand und man hat wieder einen funktionalen Kühler, braucht also keinen neuen kaufen. Wenn ihr jetzt noch Fragen, Anregungen, Kritik, Wünsche oder ähnliches habt, dann ab damit unten in die Videokommentare. Wenn euch das Video gefallen hat oder vielleicht sogar helfen konnte, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Beides supportet den Channel und unterstützt mich ein bisschen mit dem, was ich mache. Wer mit seiner Unterstützung noch weitergehen will, verwendet das Werkzeug sowie Ersatzteile und auch die Kühler findet ihr unten in der Videobeschreibung als Affiliate-Links verlinkt. Wenn ihr über diese Affiliate-Links einkauft, bekomme ich ein bisschen was von dem Geld, was ihr dort ausgebt, ab. Ihr zahlt aber keinen Cent mehr. Das hilft mir, den Channel am Laufen zu halten, neue Projekte zu finanzieren oder auch neues Aufnahmeequipment zu finanzieren. Danke dafür, ist aber kein Muss. Ihr findet natürlich wie immer alles auch namentlich unten erwähnt. Könnt das rauskopieren und damit zum Händler eures Vertrauens gehen. Wer mal das Aktuellste sehen will, was der Simi so macht und was so als nächstes ansteht, der sollte mir auf Twitter und Instagram folgen. Und wie immer ende ich mit viel Spaß beim selber Schrauben, Leute. Und werft die Kühler nicht weg, nur weil ein Teil kaputt geht. Grüße, euer Simi.